die Teile sind ja alle auch extrem schwer und die Öffnung war extrem klein und auch in der Kugel konnte man nicht ohne weiteres verfahren. Und früher ist man ja mit dem Schweißbrenner dran gegangen und mit einem Eimer Wasser, um eine Schiene nochmal die letzten Millimeter dahin zu ziehen, wo sie hingehört. Da geht gar nichts mehr bei einer Viergurtschiene. Da muss es auf den Millimeter passen und sitzen, sonst können Sie dieses Bauteil gerade wieder rausziehen und ein neues Teil fertigen, weil das kriegen Sie absolut nicht auf die Stützen. Und insofern ist das eine herausragende Leistung. Und da hat Waldkirch und meine jungen Ingenieure wirklich eine Punktlandung gemacht, hier ein Raumsystem in so einen engen Raum reinzubringen, zu montieren und dann, dass es funktioniert. Und was spannend finde, wenn man die Schiene sieht, ich weiß gar nicht, warum mein Vater sich damals nicht massiv und vehement dagegen gewehrt hat. Die alte Schiene war nämlich grau lackiert und die neue Schiene ist rot, so wie im Modell. Also die Bahn ist jetzt auch erst richtig fertig geworden, die mein Vater damals geplant hat. Aber vielleicht natürlich auch Moulin Rouge ein bisschen mit unterstützt.